Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Übertragungsnetzbetreiber. Übertragungsnetzbetreiber oder auch kurz ÜNB bzw. europaweit kurz TSO sind die Betreiber, wie der Name schon sagt, von Stromnetzen, von überregionalen Stromnetzen, die zum weitreichenden Transport von Strommengen eben da sind. Das deutsche Höchstspannungsnetz, und dabei handelt es sich um das Übertragungsnetz, umfasst in etwa 37.000 Kilometer. 37.000 Kilometer klingt jetzt erstmal nach ganz schön viel. Das entspricht aber tatsächlich nur in etwa 2% des deutschen Stromnetzes, welches insgesamt in etwa 1,8 Millionen Kilometer umfasst. Die restlichen 98% sind die Verteilnetze, die natürlich auch in anderen Videos auch schon angesprochen wurden und die ich in weiteren Videos auch nochmal genauer behandeln werde. Bei diesen 37.000 Kilometern handelt es sich natürlich um ganz klare Monopole. Wer die gebaut hat und wer die betreibt, hat da als einziger richtigen Zugriff. Und dementsprechend unterliegen die Übertragungsnetzbetreiber natürlich einer ganz klaren staatlichen Aufsicht durch die Bundesnetzagentur und durch das Bundeskartellamt. Darüber hinaus kommt auf die Übertragungsnetzbetreiber die fünfte Stufe des Unbundlings zu. Das heißt, die klassischen Stufen des Unbundlings, also der Entflechtung von Stromnetz und Stromversorgung, umfasst ja letztendlich die Trennung von Personal, von IT, von Konten und Buchungen und vor allem auch von den Gesellschaften. Das heißt, die GmbHs müssen getrennt sein. Bei den Übertragungsnetzbetreibern kommt die fünfte Stufe des eigentumsrechtlichen Unbundlings dazu. Da geht es eben darum, dass die ÜNBs nicht mehr Teil des Konzerns oder der Holding sein dürfen, in der eben ursprünglich auch die Energieversorgung stattfindet. Da gibt es eine kleine Ausnahme und dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Aber was genau machen jetzt eigentlich diese Übertragungsnetzbetreiber im Alltag? Schlussendlich planen sie, bauen sie, betreiben sie und warten sie die Stromnetze. Und das fängt eben einerseits da an, dass sie im Bereich des Netzentwicklungsplans schon mal die grundlegenden planerischen und konzeptionellen Aufgaben übernehmen. Das heißt, der Szenariorahmen des Netzentwicklungsplans und der eigentliche Netzentwicklungsplan werden von den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern entwickelt und dann zur öffentlichen Konsultation gestellt. Danach übernimmt dann die Bundesnetzagentur die weiteren Aufgaben, bringt das Ganze in den gesetzgeberischen Prozess. Und wenn es dann wieder um die ganz konkrete Planung und den Bau der eigentlichen Stromtrassen geht, dann sind die Übertragungsnetzbetreiber wieder mit an Bord und müssen dazu eben auch öffentliche Konsultations- und Diskussionsveranstaltungen durchführen, um die Anwohner darüber zu informieren und weitere Interessensinhaber darüber zu informieren, wo Stromtrassen genau gebaut werden. Darüber hinaus verwalten sie die Umlagen. Die Umlagen, die wir von der Stromrechnung kennen, wie die EEG-Umlage, die KWK-Umlage, die Offshore-Umlage, werden von den Übertragungsnetzbetreibern verwaltet. Dafür gibt es dann zentrale Konten, zum Beispiel das EEG-Konto, davon haben wir auch schon gehört. Da wird eben wiedergespiegelt, was es an Einnahmen und Ausgaben rund um eben die EEG-Förderung gibt. Und diese werden klassischerweise von den Übertragungsnetzbetreibern verwaltet. Aber die vielleicht wichtigste Aufgabe ist die Überwachung der Stromfrequenz. Also das Überwachen, wie viel Energie steht gerade zur Verfügung und wie viel Energie wird gebraucht. Und gibt es Schwankungen, praktisch eine Unterdeckung oder eine Überdeckung des Stromangebots. Dementsprechend gibt es dann die Regelenergie, die dazugeholt werden kann. Die war auch schon ein Thema eines anderen Videos und wird auch nochmal weiter auseinandergenommen. Und die Übertragungsnetzbetreiber verwalten schlussendlich das Angebot der Regelenergie und schalten das eben dann dazu oder schalten Anlagen ab, wenn es ein Überangebot oder Unterangebot von Strom im deutschen Stromnetz gibt. Aber wer macht das jetzt eigentlich genau? Wer sind diese vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber? Wie vorhin ja schon mal angedeutet, gibt es da das Unbundling. Das heißt, das waren früher also mal die großen Konzerne, die Monopolisten und die vier großen deutschen Energieversorger, die wir auch kennen, haben schlussendlich ihr Übertragungsnetz ein Stück weit abtrennen müssen. Und das sind jetzt folgende vier. Das ist einerseits 50 Hertz. 50 Hertz ist vor allem in Ostdeutschland, in Berlin und Hamburg unterwegs. Und wer genau weiß, welcher Energiekonzern genau dort auch vorher schon zuständig war, weiß, das war mal früher die Vattenfall. Die Vattenfall hat also ihr Übertragungsnetz ausgliedern müssen in die 50 Hertz. Und dieses Unternehmen gehört zu 80% dem belgischen Stromnetzbetreiber der Elia. Und zu weiteren 20% der deutschen KfW, also der deutschen nationalen Förderbank. Das liegt schlussendlich daran, dass bis vor kurzem noch insgesamt 40% einem australischen Investmentfonds gehört haben und dieser wollte eben seine Anteile abstoßen. In dem Moment hat die Elia, der belgische Netzbetreiber, gesagt, okay, wir nehmen noch 20% dazu, kommen auf 80.
Und gleichzeitig wollte ein chinesischer Investor, und das sollen der große chinesische Übertragungsnetzbetreiber, die 20% übernehmen. In dem Moment hat die deutsche Politik gesagt, na, das wollen wir nicht so unbedingt, und hat dann eben über die KfW 20% an der 50 Hertz übernommen. Der zweite große deutsche Übertragungsnetzbetreiber ist die Amprion. Die Amprion ist ganz im Westen Deutschlands unterwegs und gehörte früher zur RWE. Heute gehören insgesamt 74,9% einem Investmentfonds, der von der Commerzbank verwaltet wird. Das heißt, da sind verschiedenste Investoren mit dran und 25,1% gehören immer noch dem RWE-Konzern, der aber jetzt natürlich keine komplette Eignerschaft und keine komplette Kontrolle mehr über dieses Übertragungsnetz hat. Der dritte große Übertragungsnetzbetreiber ist die TenneT. TenneT gehört, wie der Name schon sagt, dem Konzern TenneT und das ist der große niederländische Übertragungsnetzbetreiber. Der ist dort staatlich, das heißt, die TenneT in Niederlande ist ein staatlicher Stromkonzern und hält heute 100% auch am deutschen TenneT-Übertragungsnetzgebiet, das eben früher zur E.ON gehört hat. Ja, und der vierte Übertragungsnetzbetreiber, und das ist jetzt der kleine Sonderfall, ist die Transnet BW. Steht für Transportnetz Baden-Württemberg. Und bei Baden-Württemberg kann man jetzt sich schon denken, ja, das gehört zur NBW, zur Energie Baden-Württemberg. Und tatsächlich ist die NBW als Konzern auch heute zu 100% die Muttergesellschaft der Transnet BW. Das ist ja eigentlich nicht ganz im Sinne des Unbundlings, weil dort ja eine gewisse Unabhängigkeit geschaffen werden soll. Aber hier gibt es eine kleine Ausnahme. Die EU-Vergaben lassen nämlich durchaus ein Modell zu, in welchem man weiterhin Teil des Gesamtkonzerns ist, aber ganz klar und hundertprozentig sicher und geprüft, ja, entflochten ist von den restlichen Prozessen. Und die Transnet BW hat schon direkt vor einigen Jahren sich direkt zertifizieren lassen von der Bundesnetzagentur und weiteren Prüfstellen und konnte eben nachweisen, dass sie tatsächlich komplett unabhängig vom restlichen Konzern der NBW funktioniert. Gleichzeitig ist die Transnet BW der mit Abstand kleinste Übertragungsnetzbetreiber. Während die anderen drei allesamt über 10.000 Kilometer Stromnetz haben, gehören zur Transnet BW unter 4.000 Kilometer. Und gleichzeitig ist die NBW als Muttergesellschaft ja auch unglaublich unverdächtig, weil über 90% gehören dem Land Baden-Württemberg und verschiedenen Kommunen. Und deswegen ist die typische Furcht vor monopolistischen Handlungen nicht unbedingt gegeben. So ist zumindest wohl die Einschätzung, die da aktuell noch zulässt, dass die Transnet BW zu 100% zum InBW-Konzern weiterhin gehört. Darüber hinaus gibt es natürlich noch verschiedene andere Aufgaben. Die vier Übertragungsnetzbetreiber sind zum Beispiel auch in ihrer Rolle als Bilanzkoordinator ein ganz wichtiger Teil der energiewirtschaftlichen Hintergrundprozesse, eben rund um die Bilanzierung, rund um die MABIS-Prozesse. Die Rolle des BIKO werde ich aber in anderen Videos nochmal genauer auseinandernehmen. Da werdet ihr einfach wieder einschalten. Eine weitere neue Aufgabe bekommen die Übertragungsnetzbetreiber jetzt durch die MAKO 2020. Wie auch schon in anderen Videos angedeutet, werden die Übertragungsnetzbetreiber die Bilanzierungsverantwortung und auch eine gewisse Stammdatenverantwortung für alle intelligenten Messsysteme haben. Die intelligenten Messsysteme sind die richtig ausgereiften und stetig mit Servern verbundenen Smart Meter, die eben dann jetzt demnächst auch mal ausgerollt werden. Und genau da bekommen die Übertragungsnetzbetreiber ab Anfang nächsten Jahres neue Aufgaben. Aber auch das werde ich in anderen Videos genauer auseinandernehmen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Übertragungsnetzbetreibern? Dann schreibt ihr einfach unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.